Können Sie sich denn noch an Ihre Fahrschulzeit erinnern? Wie war denn das? Das ist lange her. Ja, mei, aufregend. Klar, das war doch die wilde Sturm- und Drangzeit damals. Da waren wir doch froh, wenn man endlich einen Führerschein hatte. Ich habe damals nur 3 Stunden gebraucht, um Autofahren zu lernen, weil ich vorher schon passend mit meinem Vater geübt habe. Ja, die Fahrschulzeit. Jeder denkt gern an diesen besonderen Abschnitt in seinem Leben zurück. Die schönste Erinnerung scheint bei vielen zu sein, dass sie unter den Pflichtstunden zur Prüfung zugelassen worden sind. Momentan sind 12 Sonderfahrten, also 5 Überland, 4 Autobahn und 3 Nachtfahrten in Deutschland verpflichtend. Dazu kommen dann noch die Übungsstunden. Deren Anzahl hängt vom Können des Fahrschülers ab. Gerade für Schüler, Auszubildende und Studenten kann der Führerschein zur großen finanziellen Belastung werden. Dies ist auch Fahrlehrer Robert Albrecht bewusst. Dennoch arbeitet er immer nach dem Grundsatz: Wir machen eine Führerscheinausbildung, das heißt, er muss fahren können, er muss allein unterwegs sein, er soll sich wohlfühlen, er soll einen Spaß haben, er darf nichts anstellen, und für das machen wir eine Führerscheinausbildung. Wenn ich merke, ein Fahrschüler ist nicht fit, dann stellen wir den natürlich auch nicht vor. Gerade ihn in die Prüfung reinzuschicken, das bringt nichts. Lieber eine Fahrstunde mehr, 2 mehr und dafür sicher in der Prüfung. Trotzdem gibt es nach Aussage des Autoclubs Europa, kurz ACE, eine Durchfallquote von rund 30%. Laut Auskunft der TÜV-Niederlassung Passau, zu der auch die Gebiete Deckendorf, Straubing und Regen gehören, ist die Quote in ihrem Bereich ähnlich. Es gibt viele Fahrschulen, aber immer weniger Fahrschüler. Das verführt dazu, Lockangebote zu machen, mit günstigen Stundenpreisen zu werben, vielleicht sogar Versprechungen zu machen. Bei uns bekommt ihr den Führerschein in 2 Wochen, in 4 Wochen. Das sind Versprechungen, die sich nicht halten können. In so einem Prozess der Führerscheinausbildung sind ja mehrere Gruppen beteiligt. Da ist der Fahrschüler beteiligt, dann ist der Fahrlehrer beteiligt und dann der Prüfer. Jetzt herzugehen und sagen, naja, der Fahrlehrer macht alles schlecht, weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist. Es ist wie in jeder Branche, es gibt immer schwarze Schafe, gell? Die gibt es in jeder Branche, und da gibt es halt welche, die was halt gut ausbilden und halt weniger gut ausbilden. Robert Albrecht findet es zudem vorbildlich, dass 60% der Fahrschüler die Prüfung sofort bestehen. Dieses Argument hält der ACE für falsch. Immerhin liegt die Durchfallquote für theoretische und praktische Führerscheinprüfungen in Bayern nur bei 26%. Das ist trotzdem deutlich höher als zum Beispiel bei den Abschlussprüfungen der IHK. Da kommen 92% durch. Trotz der hohen Durchfallquote stärken die Deckendorfer ihren Fahrlehrern den Rücken. Haben Sie sich von Ihrem Fahrlehrer gut vorbereitet gefühlt? Ja, schon, ja. Ich denke schon, nachdem es so gut geklappt hat, dass da keine Beanstandung war. Ja, schon. Ja, das war eine Frau damals und das war ganz lustig und da habe ich mich schon sehr gut vorbereitet gefühlt, ja. Die befragten Passanten haben übrigens alle beim ersten Versuch ihren Führerschein bestanden. Ob dies der Wahrheit entspricht oder ob sie vielleicht etwas geflunkert haben, können wir natürlich nicht nachprüfen. Laut Statistik ist dies jedoch fast nicht möglich.